Zum letzten Potluck hat meine liebe Silke richtig geile Linsenköfte mit einer noch geileren Soße gemacht und die haben wir ja zu meinem Geburtstag nachgekocht, sage ich mal. Guten Morgen, heute ein paar Geburtstagsimpressionen und ein richtig geiles Rezept von Silke. Habe ich schon gesagt, dass das Rezept richtig geil ist? Auf jeden Fall, das Rezept findet ihr auch für die ganz schnellen, die mein Video und die Impressionen, denen das alles nicht interessiert, unten die Infobox, da habt ihr das Rezept und da ist auch das Buch von Silke, was für mich und das nicht nur, weil sie meine Freundin ist, das absolut beste Sprossen-, Keim- und Rohkost-Rezeptebuch ist, was ich kenne. Also ein richtig tolles Buch und dazu halt extrem preiswert. 17 Euro kostet das, glaube ich. Ja, alles unten in der Infobox. Aber genug geredet, auf geht's zum Video. Viel Spaß beim Anschauen. So, und jetzt mache ich einfach mal das Rezept von Silke nach. Was richtig. Also dann, viel Spaß beim Nachkochen und alles Gute für den heutigen Tag. Macht's gut, wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Tschüss. Und ja, und jetzt mache ich hier in Schwerstarbeit, reibe ich erstmal die Süßkartoffeln. Ich reibe die Süßkartoffeln. Ja, ja, natürlich. Du, also ich muss ja filmen. Auf jeden Fall, wir machen Süßkartoffeln. Wir haben jetzt zwei große Süßkartoffeln und die dieselbe Menge kommt danach gekeimte Linsensprossen. Ich zeige euch das mal. Hier, gekeimte Linsensprossen. Das beides kommt erstmal zusammen. Aber derweil mache ich für die Soße Mandelmus. Und zwar habe ich hier, oh, kann man es erkennen, mal das Licht holen. Licht, wo bist du? Hier ist das Licht. Hier weiße Mandeln einfach rein im Mixer, ich habe jetzt den Harexco Mixer und dann einfach so lange machen, bis Mandelmus entsteht. Das dauert ein Weilchen, aber es funktioniert. Und da braucht ihr echt einen guten Mixer dafür. Wie gesagt, dieser Harexco ist der beste Mixer auf dem Markt und den Link zu dem Test oder Vergleich zu Vitamix packe ich euch oben hin. So, dann stelle ich ihn einfach jetzt hin und dann höchste Stufe oder niedrigste Stufe, mal sehen, wie es dann aussieht. Und ja, ich werde euch dann berichten, wie es aussieht. Ja, wir haben es jetzt so gemacht, das Mandelmus, das dauert nämlich ganz schön lange und da ist ja eben die Mandelmus, den mache ich ja nur für die Soße und nicht für das Mandelmus und da tun wir direkt die Limetten reinmachen und Knoblauch reinmachen, das gibt mehr Flüssigkeiten, aber das Mandelmus schneller zum Mandelmus. Das heißt, wir machen jetzt neben dem Mandelmus, wie gesagt, das Rezept in Einzelheiten, das verlinke ich euch unten, das ist im Silkes Buch. Und ja, und dann machen wir das alles rein, machen wir jetzt Limetten rein, Knoblauch rein und was machen wir noch rein? Anna, was war noch drin in der Soße? Zitronensaft? Ein Esslöffel. Ist egal. Zitronensaft, Knoblauch, Mandelmus und Wasser. Salz auch noch. Kein Salz und Pfeffer? Nein. Salz. Salz und Salz. Das machen wir alles rein. Wie gesagt, das genaue Rezept unten in das Rezept hier und in Silkes Buch ist das Rezept und noch viel mehr. Ne? Alles klar. Weiter geht's. So, und jetzt tue ich das Mandelmus, also nicht nur das Mandelmus, sondern die ganze Rezept, das also noch Zitrone und Knoblauch. Ja, danke, ich habe, na egal. Wir nehmen auf übrigens, ja? Danke fürs Stören, Fräulein Dette. Sie haben ja einen eigenen Kanal. So, auf jeden Fall, dann kommt jetzt hier, da tun wir das alles vermixen und ja, ist die Soße quasi fertig. Das wird dann die Soße für die Köfte. Ja? Und ja, Mandelmus ist gelungen, aufgrund auch der Tatsache, dass wir eben viel Zitrone halt noch reingemacht haben, auch noch ein bisschen Wasser. Und da geht es viel schneller. Also wenn man nur Mandel nimmt, dann dauert das viel länger und ja. Aber ich verlinke euch mal ein Video von Rohe Energie, da lasst. Da hat man Mandelmus gemacht mit demselben Mixer. Geht eigentlich auf jeden Fall. Bloß muss halt wahrscheinlich ein bisschen Geduld mitbringen. Die haben wir jetzt nicht und deswegen gibt es jetzt die Soße, so wie ihr sie seht. So, und jetzt, nachdem ich sozusagen die einfachen Arbeiten dem niederen Pöbel überlassen habe. Und drei Engel für Christian. Ja, ja, drei Engel für Charlie. So, den Mandelmus kann man gleich mit nutzen und da tun wir alles rein. Zum einen, wie gesagt, die Rezepte an sich wisst ihr. Aber hier ist Knoblauch und getrocknete Tomaten. Kommt rein. Dann die Zwiebeln, Champignons und Petersilie. Das würzen wir alles mit ein bisschen Paprikapulver, mit ein bisschen Kräuter der Provence und mit etwas, nicht zu viel, Kreuzkümmel. So, und dann ein bisschen Sojasauce noch. Was lachst du? Du hast gelacht. Das sehen die nicht, aber es wurde gerade gelacht, warum auch immer. Und dann erfüllt man das auf mit den, guck mal hier, das sind Linsen und Süßkartoffeln in gleichen Mengen. Wird wahrscheinlich nicht alles reinpassen und deswegen machen wir es immer Stück für Stück. Aber ihr müsst euch vorstellen, ich tue jetzt alles in den Mixer rein und ihr könnt ja auch entsprechende Mengen nehmen, dass das auch so reinpasst. Bei uns wird das ein bisschen improvisiert, aber es schmeckt dann total geil. Und ja, das war's. Jetzt mixen wir das alles. Kosten, ganz gespannt. Na, kommt auf den Finger.
Mmh. Mega! Na, ja, schmeckt schon ziemlich gut. Aber, sag mal, wir haben es, glaube ich, etwas mild angehen lassen. Das könnte noch ein bisschen mehr. Also die Linsen tun echt viel an Sojasauce und Gewürz. Ich habe wirklich reingekippt und so. Aber, ne, schmeckt gut. Und wie gesagt, man kann das jetzt direkt so essen, in den Salat reinfüllen. Oder man dort hier und hat halt Köfte. Und da weiß ich jetzt nicht, ob wir dazu kommen. Weil es schmeckt so gut. Ich glaube nicht, dass wir hier lange warten werden und es dünn. Und deswegen, ja, das hat gewesen sein. Wie gesagt, das Buch von Silke. Richtig geile Rezepte. Alles über Sprossen, Keim und so weiter. Findet ihr unten in der Infobox. Ja, dann lasst es schmecken. Jetzt guck mal, was ich Leckeres gemacht habe. Mm. Hier mit Min zusammen. Und jetzt guck mal, wie die schmecken. Das sind die Linsen. Da hat das Rezept, tue ich auch unten verlinken. Linsen? Linsen? Isst einfach und sag, dass es lecker schmeckt. Und wie schmeckt's? Bananig. Sag mir ehrlich, wie schmeckt's? Lecker. Lecker. Auch lecker? Mm. Die sind von War Advantage. Auch dem habe ich. Was? Doch. Natürlich. Ja, ja, ich hatte gerade über Future im Kopf. Ja, die Süße ist ihr zu Kopf gestiegen. So geil sind die Dinger. Und War Advantage, der macht diese Zimtrollen, die schmecken richtig geil. Unbedingt ausprobieren. Tschüss, meine. Ja, okay. Ja, auf jeden Fall schmeckt richtig geil. Und das Rezept tue ich euch unten verlinken. Und ja, und das war es dann so, was es jetzt zum Geburtstag gibt. Also dann, viel Spaß beim Nachkochen und alles Gute für den heutigen Tag. Macht's gut, wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Tschüss.